Ja, herzlich willkommen zu DKKG und dem krassen Beat. Und wir müssen mit Willi Sauerlich in die Apotheke. Ja, Leute, wieso mit Willi? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber der Apotheker funktioniert nur, ich habe es getestet, mit Willi Sauerlich. Ja? Warum genau Willi Sauerlich jetzt ihn ansprechen muss auf die Scheiße, das mit Gabi, das, ich weiß es nicht. Aber... Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Nein, Kennt scheiße. Sie einen Schädling namens Hexenbesen? Hexenbesen. Was? Lateinisch Crinipellis perniciosa. Was? So heißt ein Pilz, der vor einiger Zeit in den Kakaoplantagen Südamerikas wütete. Aha. Mhm. Er hat sich stark vermehrt, nachdem man für eine Rekordernte zu viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt hat. Ja, ja. Die Leute glaubten, ihm mit dem Messer beizukommen. Aber das Gegenteil war der Fall. So, so. Die freigesetzten Pilzsporen sorgten für eine rasante Vermehrung. Ich hatte ganz vergessen, dass Sie Pilzexperte sind. Mein Vater meint, der Hexenbesen habe schon ganze Landstriche verwüstet. Mhm. Ja, er ist also unser Experte für Pilze. Deswegen. Oh Mann, ey. Also, ihr habt's gehört. Willi bekommt hier eine Sonderbehandlung. Und ja, guck mal, es gibt neue Möglichkeiten. Wie nennt man Pilzforscher? Was sind Zauberpilze? Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Was hat es zu bedeuten, wenn ein Pilz einen blauen Farbstoff vorweist? Ja. Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? Und schon wieder kommt der dicke Willi Sauerlich in seine Apotheke und fragt ihn hochinteressiert irgendwas über Drogen. Kriminell, nicht wahr? Ja. Manche Pilze enthalten Stoffe, die neben völliger Reizüberflutung eine gefährliche Erhöhung der Körpertemperatur bewirken. Oh, shit. Wenn außerdem diese Partydrogen genommen werden, kann es zu einem Hitzschlag kommen. Du siehst also, dass dieser Drogenmix eine weit unterschätzte tödliche Gefahr darstellt. Crazy. Aber dabei... Nicht, Herr Brodonski. Ja, dabei... Oh Mann, ich muss schleunigst Mikey warnen, ehe der sich noch selber diesen Mist reinpfeift. Oh mein Gott, Willi. Dabei will man doch eigentlich, dass seine Party richtig hot ist und am Abgehen und sowas. Heiße Party, sagt man doch immer. Oh nein, wir müssen schnell, wir müssen Mikey Hobler warnen. Schnell. Nein, falsch. Ich bin im falschen Set. Scheiße. Ja, abgesperrt. Okay, ich hab's gedacht. Und von Tina Marie keine Spur, ich weiß. Weit und breit. Ruhig! Tina Marie, die gibt's. Deswegen sind wir ja da. Stimmt, wir sind ja wegen Tina Marie da reingekommen und haben das immer noch nicht gemacht mit dem hässlichen Schminkkoffer. Den hat nur Gabi dafür verwendet, um Mikey Hobler zu schminken. Ja, abgefahren. Abgefahren, Leute. Oh nein. Mikey hat seine Zelte abgebrochen. Ah, dann wenn er sich was eingeworfen hat, unterschätzt er noch die Eiseskälte da draußen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ja, er ist bei dir zu Hause. Er ist in der Villa Sauerlich. Da wohnt er ja jetzt neuerdings. Das ist auch so ist geil. Ist hier alles in Ordnung? Hallo? Oder muss ich mein Argusauge schweifen lassen? Dein Argusauge? Lass es mal schweifen hier. Ob alles in Ordnung ist. Officer William Sauerlich an Police Department. Habe Patrouille routinemäßig beendet. Keine besonderen Vorkommnisse. Also. Wie in der einen Episode von Drei Bengel für Shirley. Ja. Das denke ich mir schon, dass er sich gerne sowas anschaut. Okay, also Mikey Hobler ist nicht total weggeballert hier in dem Eck. Okay, gut zu wissen. Aber wo ist er denn dann? Wo ist er denn dann? Wo ist Mikey Hobler nur hin? Ja. Ist er hier drin? Hallo? Hallo? Mein Lieber? Hallo? 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 Du bist kein Schauspieler. Nein, das war aber Tim auch mit dir. Der hat deine Wand kaputt gemacht und ja, war auch doch. Kein Schauspieler und du warst nicht so asozial. Mann, ey. Okay, wie sieht's aus mit Karl und dem Quiz? Ist es schon soweit? Ist es vielleicht... Vielleicht mittlerweile. Hallo, da ist jetzt soweit? Später. Okay. Ciao. Tschüssi. Bis denn, ne? Bis denn und so. Ja, okay, gut. Schauen wir mal, ob Gabi was erreicht. Ah, hallo. Ging es in der Serie schon einmal um Drogen? Bekommt Mikey Hobler Ärger, wenn er nicht bald auftaucht?
Er hat den Bogen wirklich überspannt. Ja. Was geht bloß in dem Jungen vor? Ich weiß es nicht. Mal hü, mal hot. Jetzt bekommt Mikey eine Lektion fürs Leben. Von wem? Wir von dir? Wir schreiben ihn aus der Serie raus. Oh mein Gott. Niemand ist unersetzlich. Diese Vorstellung behagt mir nicht. Das behagt ihr nicht. Oh nein, mein Mikey Hubler wird aus der Serie entfernt. Wieso nur? Ach Gott, ey. Das ist so bitter. Komm, wir gehen nochmal. Hast du vielleicht Mikey Hubler gesehen? Was soll ich bloß gegen mein Lampenfieber tun? Haben Sie Mikey vor kurzem gesehen? Was erwartet mich in der dritten Quizrunde? Was erwartet mich in der zweiten Quizrunde? Was erwartet mich in der ersten Quiz? Haben Sie... Mich interessiert nur Mikey Hubler. Haben Sie Mike? Das Quiz baller ich sowieso weg. Allein wenn Saul Goodman mich was fragt. Er hat gleich den Rückzug angetreten, als ich ihn fragte, wo er mit seinem vielen Gepäck hin wolle. Was? Er zeigte mir den Stinkefinger und meinte bloß, dass er bald in einer Badewanne mit goldenen Wasserhähnen planschen würde. Aus dem werde ich wohl nie schlau. Was? Man könnte meinen, er sei plötzlich zu Reichtum gekommen. Nein, Willi Sauerlich. Willi fucking Sauerlich ist das Problem. Ist jetzt mittlerweile schon da? Nein. Läuft da nicht mein Fernseher? Ja, Mann. Oh, Schreck. Mir schwant was. Wie ist der denn da reingekommen? Wie ist denn Mikey Hubler da reingekommen? In die Festung Sauerlich. Sieh dich an, sieh dich verrückt. Was ist das? Was? Sei die Nummer 1, streck die Hand empor. Du bist gefragt, wie nie gefordert, sowieso. Drei Worte sind vier Säulen für ein Leben mit Niveau. Liebe macht Laune. Ach so. Es ist angesagt. Oh Mann. Liebe macht Laune. Falls jemand nach mir fragt, ihr findet mich ganz sicherlich bei niemals auf dem Arm. Können wir das bitte aufhören? Hallo? Runter von meinem Bett. Hä? Ah, Willi, warte. Mir reichen die Bilder. Ich sehe die Wiederholung der alten Folgen von Liebe macht Laune. Die laufen immer nachmittags. Was machst du hier? Ich nehme deine Einladung an und penne ein Weilchen bei dir. Danke, dass du für mich den Schlüssel hinterlegt hast. Was? Ich habe erstmal ein Bad genommen und dieses geile Schaumzeug ausprobiert. Den Schlüssel, bitte. Dieses geile Schaumzeug. Nicht, dass noch ungebetene Gäste reinspazieren, was? Der Schlüssel liegt hier irgendwo. Was ist? Oder soll ich wieder gehen? Ja. In die Kälte? Ja. Geh sterben, Alter. Nein, warte. Ist schon gut. Bleib erstmal. Nein. Nur, du musst verstehen. Meine Eltern wissen nichts von unserer Abmachung. Alter, du bist ja sofort wieder raus. So, du kleiner Drogenbaron. Was ist jetzt hier eigentlich Phase, hä? Was ist überhaupt los? Hier, kann ich ihn mit irgendwas konfrontieren oder einfach nur in die Schnauze hauen oder sowas? Geht das? Kann ich das machen? Jetzt liegt hier irgendwo, läuft hier irgendwo so eine hässliche Spinne rum. Ah da, eine Pflanze. Wieso soll ich die Pflanze anklicken können? Hallo? Ah, da ist ja mein Schlüssel. Ich sollte ihn gleich einkassieren. Was ist denn das? Was sind das hier für Tabletten? So. Der kommt in meine höchst private Hosentasche. Hier, was ist denn das? Moment, was ist das? Ja. Mikey, hast du etwa Drogen mit ins Haus gebracht? Die Tablette mit dem Pilz verursacht schwere Halluzinationen. Wo hast du die denn her? Das sind die letzten aus dem Versteck. Yo. Versteck? Yo. Welches Versteck? Wo ist es? Yo. Och, mal hier, mal da und tralala. Bleib locker, Willi. Du hast es so schön bei deinen Eltern. Alles läuft so total scheiße bei mir mit meinen Alten. Ich bin ein Versager. Ja, das stimmt. Ja. Wir gucken uns währenddessen die Pflanze an, wenn Mikey Hubler rumheult. Die kannst du mir nicht nehmen. Die nehme ich dir. Ich schrei das ganze Viertel zusammen. Ich hol die Polizei. Ich ruf deine Eltern an. Ja, schon gut, Mikey. Niemand will dir etwas wegnehmen. Alter, du beherbergst hier so einen hässlichen Junkie-Bunky. Den hauen wir sofort weg, den alten. Links. Ich hoffe, es geht ihm besser, wenn er aufwacht. Hä? Ist er jetzt eingeschlafen? Alter, oh nein, Willi, meine Drogen, Willi, ich hol die Polizei dann. Er ist nicht nur Narkoleptiker, sondern
ein Freak. Immer wenn ihm irgendwie was unangenehm wird, dann stellt er sich schlafend. Das ist Mikey Hobler. Alter, können wir ihn vielleicht einfach einsperren? Und jetzt lässt er ihn so mit seinen Tabletten da. Ja, wem sagen wir denn das? Wem können wir das denn? Wem müssen wir denn unterrichten? Wen? Leute, wem? Irgendwer muss das doch erfahren. Komm, wir schicken Tarzan hin. Der tritt ihm die Drogen aus dem Gesicht oder sowas. Komm schon. Ab zu Willi Sauerlich, Bruder. Ding dong. Und jetzt fällt Klößchen wie die Treppe runter. Pass auf. Ja doch, ja doch. Klang, der Herr klang. Des Hauses ist längst unterwegs. Autsch. Ach, du Idiot. Na, wen haben wir denn hier? Er hat ihn bewusstlos gemacht. Willi ist ein super Kumpel. Aus ihm ist nichts herauszuholen. Ich bin super Kumpel. Armer Blödmann. Jetzt tut er mir fast schon leid. Er hat dich da Drogen reingeballert. Ach so, er nimmt die Drogen. Er vertickt sie nicht, er nimmt sie. Und warum hat er dann Gabian angeboten oder was? Ich check's nicht. Auf jeden Fall ist Klößchen auch hier mit am Stissel. Der Fernseher läuft immer noch. Da ist eine Spinne. Ja, boy, what shall I do with the drunken sailor? Dann schicken wir mal Gabi hier ran. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt. Gabi? Vielleicht kann sie sich ihren Star nochmal genauer anschauen. Bling, blong. Hallo. Ich eile. Nicht weggehen. Habt ihr keinen Türöffner? Hallo, Mikey. Ich bin's, Gabi. Komm, verrat uns, woher du deine Drogen kriegst. Wow, sie geht aber hart ran. Das alles hat doch eh keinen Sinn mehr. Wer bin ich schon? Ja, niemand. Ist doch total egal, was hier läuft. Okay, Alter, dann sperren wir dich weg. Mikeys Selbstwertgefühl ist total dahin. Muss ich ihn jetzt noch aufbauen, denkt, oder dass was? Er so vielen Fans Freude gemacht hat, ja. Und nun selber eine Aufmunterung braucht. Ja, was ist denn? Sprich deinen Satz zu Ende, verdammt. Okay, ja, er braucht eine Aufmunterung. Sollen wir seine Eltern anrufen, oder was? Was soll ich denn machen? Soll ich den Rektor anrufen? Was macht man denn in solchen, was hat man in den 90ern, was hat man denn da gemacht, wenn man einen total zugekoksten Drogenbaron auf seinem Bett liegen hatte? Also, wenn es eine Frau wäre? Okay, also, gut. Wir machen mal weiter und schicken mal Karl, den so in den 90ern war das so, Leute. Was schaut ihr mich so an? Ja, das ist heute auch so. Also, ne? Keine Getränke annehmen an die ganzen Teenager-Mädchen unter euch oder auch nicht Teenager. Lasst euch keine Getränke spendieren auf Partys. Macht das nicht. Macht das nicht, ne? So, mal gucken, was Karl zu der ganzen Sache zu sagen Moment. Hat. Moment! Ich komme schon! Geschafft! Klößchen? Hätten wir bloß nicht die Vereinbarung mit dem Schlüssel getroffen. Ein großer Schlüssel passt nicht in ein klitzekleines Loch. Was? Im Moment ist mit ihm nichts anzufangen. Was? Ich sehe schon. Ja, und jetzt? Was ist denn jetzt? Jetzt liegt er da rum und wurde entlassen oder was? Und Klößchen sitzt neben ihm und liest immer noch sein... Ach, er macht sein Referat, stimmt, da war ja was. Okay, dann brauchen sie doch einen Hauptdarsteller jetzt in den Filmstudios, oder? Bestimmt. Wenn Mikey Hobler nicht mehr da ist. Hey, Christassios, soll wie heißt ich immer noch zu Herrn Heberlein gehen? Wie sieht es mit meinem Dreh aus? Ja. Mikey Hobler hat sich in Luft aufgelöst, also werden wir improvisieren. Ja, Mann. Wir suchen einen Ersatz. Vielleicht wäre ein Recast generell die beste Lösung. Geil, Mann, ich mach's. Oder wir schreiben die Szene um und bauen den verlorenen Bruder ein. Was? Soll mir recht sein. Solange ich noch drin vorkomme. Ja. Das ist echt so. Was ist mit mir? Mann.